Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir sind hier unterwegs, haben letztes Mal unsere Truppen verloren hier in der Normandie. Hier unten haben wir noch 6 Leute stehen, haben unsere Schiffe aber hochgeholt, damit da keiner über kann. Wir haben die beiden Ländereien freigekämpft. Irgendwo sind die Franzosen nach hier hinten abgehauen. Ich weiß nicht wohin, keine Ahnung. Wir hoffen, dass wir jetzt hier noch was freikriegen und dann mal schauen, was geht oder nicht geht. Wir haben hier noch Truppen, also da wird auch gerade einer aufgebaut, glaube ich. Ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal wieder aufrüsten. Wir sind, wie gesagt, hier oben noch in Grönland unterwegs und versuchen das zu besiedeln. Wie viele Leute sind da? Lagerung, Bordeaux. Sehe ich jetzt gerade nicht. Also wir können da runter scrollen noch. Wir haben da 258 Leute, 13% sind das. Da dauert noch was. Ja, gut. Jetzt müssten wir gucken, dass wir noch ein bisschen Leute kriegen. Hier unten waren Kanonen, ne? Da konnten wir die bauen. Was ist denn hier? Kann man das hier? Oh, hier kann man auch welche bauen. Vielleicht sollten wir das tun. So. War jetzt nicht eine tolle Idee, glaube ich. Zwei da zu machen. Was können wir hier machen? Na gut, dann machen wir da auch noch eine. König Bordeaux wird von England besetzt. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Truppen da weiterschieben. Und ich glaube, die werden da jetzt aber mit 6 Leuten, wenn wir da nicht den Turm einnehmen können. Auf gar keinen Fall, ne? Oder? Oh doch, würde gehen. Sehr interessant. Aber da sind 4600 Mann. Die reiten wahrscheinlich jetzt da rein, oder? Sieg. Unser Kanzler berichtet, die Parlament hat... Achso, das war Stabilität gesteigert. 10 Jahre und okay. Sehr schön. Die sind weiter marschiert, ne? Nach Bordeaux, nach Dingens hier, oder was? Bretagne. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir hier was schaffen, ne? Nimm mal Pause raus. Und die Truppen gleich zusammenziehen und dann müssen wir gucken, dass wir weiter Land irgendwie freikriegen, ne? Ah, da 25. Wow. Die marschieren jetzt gerade hier hin und das ist frei weg. Die sind schon wieder runter. Okay. Gehen wohin? Gehen nach da. Wir haben irgendwo verloren. Zeigen. Ah, da unten. Schade. Versuch war es wert, ne? 7.500 Mann, aber das sind nicht alles unsere, ne? Da sind die Franzosen noch hinterher. Okay. Da haben wir 1000 Mann. Okay. Schicken wir nach da. Da unten die drei sind weg, oder? So, sieht so aus. Wo sind wir? Im Kirchenstaat. Okay, Diplomat beibehalten. Nee, abberufen. Kommt ein Angebot rein über 52 Dukaten. Lehnen wir ab. Gucken gerade mal hier rein. Jetzt müssen wir was verringern. Okay. Hier sind nur 30 Maßnahmen. Wir sind jetzt hier mit 3 unterwegs. Okay. Nationale erst die Gegenreformation immer noch. Das haben wir ja noch angenommen. Ich glaube, da müssen wir 400 haben, ne? Ja. Wo laufen unsere Truppen jetzt? Da. Wer ist das hier? Holland. Und Männer, warte mal, lass mal gucken. Wir sind immer noch im Krieg mit Burgund, Brabant, Flandern, Holland und Bretagne, okay? Aber die Truppen sind so groß. Wir ziehen die erstmal zusammen. Alle nach da. Definitiv. Marschieren die letzten auch? Ja, ne? Ja, die marschieren auch. Und... Ich glaube, wir holen die alle da ein, weil irgendwie sieht es nicht gerade so rosig aus hier. Okay, die Franzosen kriegen da aber gerade einen auf die Mütze. Oder? Ja, haben sie gekriegt. Schick die rüber.
Ja, trauern um ihre Männer. Ich brauche leider Mannzahl momentan. Okay, 35. Oh, da kommen Dingens auf. Das ist natürlich jetzt. Wer war das hier? Pommern, okay, das war ganz anders. Hier. Da gibt es einen Frieden für nur ohne Taler. Wir müssten aber Einheiten abgeben, will ich jetzt nicht. So. Die Truppe wird noch gebaut. Da bauen wir noch eine mehr. Und da sind, ist eine Befreiungsarmee. Schade, die kommen nicht mehr weg. Aber, ne, das doch, oder? Warte mal gerade. Die Franzosen sind schon weggezogen, okay. Lass da die Franzosen stehen. Die Truppen stehen. Hier unten haben sie schon zurückerobert. Aber hier sind ja Leute, ne? Und da sind relativ viele momentan. Und die haben hier 32.000 Truppen, die Paris belagern. Was haben wir hier? Eine Idee. Söldnerverträge. Hm. So, da brauchen wir gar nicht gucken, ne? Was haben wir denn? 8 von 10, ja. Quantitätsideen. Bringt uns nicht viel, ne? Wie ist es hier? Kurz vor der... Weiter. Nein, wir müssen gerade erstmal noch Truppen ausheben. Hier noch eine Kanone. Geht da noch? Nein, da geht keine Kanone. Normales. So. Und da ist das Geld dann alle, ne, oder? Ja. Ist halt so. Und... Okay, das ist jetzt nicht so wild, Loire. Britannia, die Schurken, okay. So, die 32.000 setzen gleich Paris. Momentan sieht es schlecht für die Franzosen aus, oder wie sehe ich das? Wer weiß, wo sie sitzen und wann sie wiederkommen, ne? Hier ist irgendwas besetzt von Burgund, wahrscheinlich. Da kommen 4.000 Franzosen. Die uns angreifen. Und die werden wir wahrscheinlich verlieren dann, unsere 10 Truppen, ne? Ja, toll. Ja, haben wir keine Moral für, ne? Mit 4.000 Leuten kommen die da an und wir sind am Losen. Warte mal. Ja, die kommen noch, aber das wird zu spät sein. Bis die da sind, ne? Ist zu spät. Und die werden da abgefangen, aber wo haben wir denn jetzt gewonnen, bitteschön? Haben wir hier gewonnen? Nein. Oder doch? Stopp. Zieh die da rein. Komm schon. Oh, zu spät. Die 700 Mann schlagen unsere 7.500, oder wie sehe ich das? Das kann doch nicht sein, oder? Gut, da haben wir mal was gewonnen. Geht nix. Oh, da kommen 20.000 Mann. Super. Das war's dann. Truppe zerstört. Und so auf dem Schiff sich flüchten können oder nicht? Was ist hier los jetzt? 78 Taler, okay. Erledigt. Haben wir auch verloren, ist klar. Sind die jetzt auf dem Schiff welche? Nein. Das bedeutet, wir haben keine Armee mehr, würde ich sagen. Hier unten bringt auch nichts. Gut. Großer Anführer gestorben, was ist das? Kriegsstein verlängern, ja. Truppen nachholen.
Und da können wir gerade mal zwei machen. Hier sind es 1700. Und da gibt es einen Kampf. Die Frage, ob die nachziehen. 1,6. Die schiebt man noch da. Ja. Hier sind die durch. So, jetzt müssen wir mal gerade die Kanonen hier rüberholen, wenn es geht. Oh, noch kann man nicht. So. 52 Taler. Kurze Pause. Oder keine Pause. Wir sind das hier. 21 gegen 15 und die 21 verlieren. Schade, die Franzosen sind irgendwie zu stark. Ist zu viel los gerade, ne? So, da machen wir schnell noch eine Kanone. Da könnte ich nicht hin, ich könnte da hin. Ja, bringt mir aber nicht viel, weil meine Truppen dann kaputt sind. Okay. Die besetzen das alles, ne? Was ist das für ein Angebot? Ja, klar kriegt die Militärzugang, überhaupt kein Ding. Okay, sind die raus? Verbündet mit Burgund, Waffenstillstand. Das heißt, die sind raus. Jetzt müssen wir nur gucken, wer ist noch drin. Burgund, Brabant, Flandern und Holland. Okay. In Brabant sind die Franzosen schon drin, Burgund auch. Ja, das werden wir hier nicht verändern können dann. Ja, das bedeutet, ne? Wir holen das, was wir brauchen, noch schnell hier raus. Müssen hier aufbauen. 213 verlängert, okay. Jetzt marschieren da noch mehr durch. Ne, Prestige kann ich nicht, dann machen wir Diplomatie weg. Diplomatische Macht weg. So, die marschieren hoffentlich durch und wir haben nicht die Kanone fertig, dass wir die auf jeden Fall zurückkriegen, ne? Jetzt bleiben die da stehen, ne? Mit unseren paar Manneken können wir da auch nichts machen, ne? Ich glaube, dann kann ich das auch abbrechen. Das wird nichts. Ja, da ist schon vorbei. Immer passend, glaube ich, noch abgebrochen. Hier unten sind noch ein paar. Tja. Ziehen wir noch ein paar Einheiten rein. Und dann war es das auch schon wieder, ne? Was haben wir denn hier so? 4-5-1, okay, was ist das? Oh nein. Okay, das werden wir wohl schlappen, da oben. Ja, gewonnen. Ne, da machen wir nichts. Hier ist klar. Geld, 5, das ist wenigstens was. Handel gucken wir jetzt nicht. Da geht es auch nicht voran. Ja, da wäre machbar jetzt, ne? Komm, zack. Ziehen wir durch. Wer weiß, wofür es gut ist. Ach so, ja, ist schlecht für das gewesen, ne? Ja, super. Tolle Idee war das gerade. Naja. Lassen wir laufen. Hier sitzen natürlich lauter Dingens drinne.
Ob die 10.000 schlagen, ist die Frage. Französischer Krieg ist nur noch mit England. Ah, die haben Frieden geschlossen. Alles klar. Dann ist das geklärt. Die kämpfen nur noch gegen ihre eigenen Leute sozusagen. Die möchten sie jetzt haben. Okay. Runtergehen. Sammeln. Kein Anführer. Haben wir das schon die ganze Zeit nicht gehabt? Kann das sein? Gut. Nächstes Friedensangebot der Franzosen. Nur 75 Dukaten. Nein, ablehnen. Solange die nicht rüberkommen, bleibt das so. Machen wir noch einen und fertig. Und komm, Essex, noch einen davon. Ja, die befreien das jetzt alles, ne? Haben sie die Schlacht gegen die Rebellen geschlagen? Ich glaube schon, ne? Naja. Okay. Nö. Wir vereinen. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir überseemäßig was vorantreiben. Das ist nämlich jetzt unsere einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie an Geld kommen, an Soldaten kommen und so, ne? Dass wir hier weiterkommen. So, wie sieht's denn da aus jetzt so? 434 Mann, das ist ja schon mal was. Kolonisten 11%. Hier gibt's Pelze. Tja. Anstieg 10% im Jahr. Haben wir da irgendwelche Möglichkeiten, das zu steigern? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gucken. Gut, ach, hier oben ist ein Stuhl, ne? Na, das ist Beraterplatz, das ist nicht das, was wir brauchen. So, das passt. Das ist alles relativ niedrig jetzt, das ist auch okay. Mach das nochmal runter und nochmal runter. So, dann ist das schon mal gut. Was haben wir hier? Achso, das waren die Rebellen. Läuft. Gut. Ich denke mal, wir sind jetzt erstmal so weit, dass wir hier erstmal wieder eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.